Meine Damen und Herren, Pink Purple. Aber wolltest du noch nach Köln oder was? Was ist das? Das ist ein Geburtstagsgeschenk. Ah, verstehe. Das hast du für deine Frau gekauft und die wollte es nicht. Das ist mir auch mal passiert mit Reizwäsche. Was glaubst du, was ich drunter habe? In der Farbe. Du trägst einen Push-Up-BH in Kreischrosa. Auch ein String-Tanga. Kennst du den Unterschied zwischen einem Blitzableiter und einem String-Tanga? Das eine dient dem Blitzschutz, das andere dem Schlitzputz. Das gehört nicht zum offiziellen Programm. Das ist ein Bonustrack, weil es heute so angenehm kühl ist. Ich möchte nicht, dass das nach außen dringt. Ja? Sie können beim nun folgenden Lied, wenn Sie Lust haben, im Refrain mitklatschen. Jetzt sagen vielleicht einige, bitte was. Ich bin 45, männlich, gut aussehend, Germanistikstudent, gelegentlicher freier Mitarbeiter der Titanic und ich soll hier mitklatschen? Nein, Sie nicht. Sie würden aus dem Takt kommen. Sie achten schön auf die Variation der Erzählperspektive zwischen Strophe und Refrain. Der Germanist spricht von einem Wechsel des lyrischen Ichs. Die anderen können mitklatschen. Neulich zog der Zahnarzt mir einen Backenzahn. Dann guckt er sich den an und sagt, da habe ich mich vertan. Dann hat er mir noch rasch eine neue Spritze reingejagt. Und dann ging's mit frischen Kräften nochmal in die Schlacht. Drei gesunde Zähne später kam der Mann dann drauf. Jetzt wird ja alles klar, ich hab die Brille gar nicht auf. Das ist normal, das ist nicht schlimm, das kann passieren. Dann wollen wir jetzt mal nicht dramatisieren. Das ist normal, das ist nicht schlimm, das ist kein Grund so rumzuschreien. Jetzt kriegen Sie sich bitte wieder ein. Auf dem Weg zum Flughafen hatten wir einen Stau. Das schaffen wir nie, sagte tröstend meine Frau. Sekunden vor Abflug waren wir da, trotz Gezeter. Zum Schalter waren es vielleicht noch 25 Meter. Sag mal, hast du die, hör zu mit, fragt meine Frau in vollem Lauf. Ich sage nein, wieso? Da liegen unsere Flugtickets drauf. Das ist normal, das ist nicht schlimm, das kann passieren. Dann wollen wir jetzt mal nicht dramatisieren. Das ist normal, das ist nicht schlimm, das ist kein Grund so rumzuschreien. Jetzt richte ich doch mal bitte wieder ein. Letztens kam meine Frau mit einer Frauenzeitung an. Da stand, dass man Fett problemlos absaugen kann. Wir gleich dahin, ich kam auch sofort dran. Und sage noch, bin mal gespannt, was die Pumpe kann. Am Ende hatten meinem Hüftring sich noch drei hinzugesellt. Statt auf Saugen war die Pumpe auf Blasen eingestellt. Das ist normal, das ist nicht schlimm, das kann passieren. Dann wollen wir jetzt mal nicht dramatisieren. Das ist normal, das ist nicht schlimm, das ist kein Grund so rumzuschreien. Jetzt kriegen Sie sich bitte wieder ein.